Eva Braun sollte mit Schwester und ein paar Hofdamen, sie war ja eine Mätresse, wenn ich so sagen soll, sollten parallel mit dieser Reise auch nach Rom mitfahren, ohne dort in Erscheinung zu treten. Sie hatte keine Funktion. Und da wurde gesucht ein Reisemarschall. Und der wurde nicht irgendwie aus München oder woher geholt, sondern da hat Bormann wahrscheinlich gesagt, mein Führer, den Fritz Tages kennen Sie. Ich werde Ihnen, dann hat er mich gefragt, ob ich ihm, mir das zutrauen würde, diese Reise, die Tätigkeit, ja, das war doch eine delikate Geschichte, wenn man sich vorstellt. Ich, junger Spund, mit zwei Mercedes-Cabriolets donnerten wir nach Italien. Wir haben alles, was kulturell möglich war, haben wir mitgekriegt. Und am weitesten nach Süden war Capri. In Capri haben wir im Welthotel Quisisana gewohnt und Pompeji und so. Das haben wir, das war das Südlichste. Naja, auf jeden Fall kamen wir mittags in Mühlenbergsgarten an und dann kam abends der Anruf. Ich wohnte im Gästehaus Hoher Göll. Der Diener Linge rief an und sagte, Hauptstubführer, der Führer erwartet dich zum Abendessen. Das war natürlich dann die offizielle Einführung in das praktisch, man kann schon fast sagen, familiäre Milieu. Durch diese Tätigkeit als Reisemarschall habe ich natürlich auch, kann schon sagen, das volle Vertrauen von Eva Braun bekommen, ja, erhalten. Und sonst hätte ich ja, wäre ich auch nie in die enge Berghofgesellschaft gekommen. Ich war zum Schluss die letzten 4 Wochen, na, können auch 2 Monate gewesen, die Division in die Reichsschutzstellung eingerückt. Die Reichsschutzstellung war die Grenze zwischen Österreich und Ungarn. Unten, südlich von Ungarn, von Graz, war das Feldbachtal und so. Und da war ich Kommandant. Aber da haben wir keinen Krieg mehr geführt mit großen Gefechten. Da war nichts mehr los. Die Dekoration, die kam also zu Anfang 1945, im ersten paar Wochen in Ungarn, ja. Ich weiß noch, der Tag war eiskalt, helle Sonnenschein und wunderbare Luft. Da stand ich im Turm meines Panzers, ja, und fuhr meinen ersten Angriff im Januar. Panther hatte ich. Eine Abteilung Panther und eine Abteilung Normalpanzer. Es gibt da hervorragende Bücher drüber. Es gibt ein Buch, da würde ich heute noch 100 Mark für bezahlen. Das hat ein gewisser Klapdor geschrieben. Der hat 3 Bücher geschrieben. Eins mit dem Panzerregiment im Osten, heißt es, glaube ich. Hervorragend stilistisch, mit wunderbaren Bildern. Und er hat auch Schilderungen von der russischen Seite auch mit eingeflochten. Man kann ja, in Archiven kann man ja alle die Dinge nachmachen. Also Klapdor hat also da ein wunderbares Buch. Dann gibt es ein Buch,
eine Art Bildband von dem Regiment gibt es auch. Das war das Erste, was man immer machte. Ja, aber es hat keinen Zweck, wenn man niemanden hat, der sich militärisch, soldatisch interessiert und der überhaupt daran ein Interesse hat. Ja. Ich habe jetzt also einen Neffen aufgetan, der war, meine Heimat ist ja DDR, der war bei der Nationalen Volksarmee, NVA, hat er gedient. Und der hat also hier die Bücher schon, wie man so sagt, archivmäßig gesammelt, ja. Welche Verwendung hat Ihnen am besten gefallen? An der Front? Waren Sie gerne Frontsoldat? Oder waren Sie lieber... Oh, das ist aber eine komische Frage. Lieber in der Adjutantur? Das ist eine komische Frage. Wenn Sie eine sehr gute Stabsaufgabe hatten, dann war das natürlich ideal, ja. Aber wir Junker und so, wir waren ja auf Truppeneinsatz gedrillt und ich kann das eine nicht vom anderen unterscheiden. Die Verwendung war ja oft überraschend unterschiedlich. Einmal waren sie Adjutant, dann waren sie Ordnanzoffizier, dann waren sie Kompaniechef, dann waren sie Abteilungskommandeur und so. Ja, nein, der Umgang an sich mit dem Menschen war an sich das, war schon das gute Erlebnis. Ja.